Moin Moin, heiße ich euch alle und willkommen zu FIFA 15. Ja, ich habe es euch letztes Mal gesagt, Ton ist scheiße, Bild ist scheiße. Ich lasse es jetzt auch ganz ehrlich so, weil ich es jetzt weiter so mache, damit ihr es auch versteht, dass es nicht in HD möglich ist. Wir spielen jetzt weiter in HD und nun spielen wir gegen Chachtibaitz. Und wie erwartet, wenn jetzt der Ton wieder völlig am allerwertesten ist, wisst ihr Bescheid. Ja, letztes Mal war das so, dass der Ton, ich habe es mir ja später angehört, dass der Ton urplötzlich viel, viel früher kam als das andere. Dementsprechend habt ihr einen Abschluss und gehört und das ist auch so, wie es anscheinend sollte. Das Ende fehlt komplett, das heißt die letzten 70, 50, 60 Sekunden fehlen, das heißt die Verabschiedung fehlt. Aber ja, wie gesagt, ne? Ich sollte es mal probieren. Jetzt habe ich es probiert. Jetzt werde ich es auch weiterhin noch probieren. Ja, es ist wieder 15:30. Ich wollte, es ist 15:30 sagen. Das heißt also rein theoretisch, wenn ihr jetzt wieder Ton verschwommen hört, ganz komisch, ne? Dann wisst ihr Bescheid. Also, wie am letzten Mal erwähnt, bestimmt habt ihr es nicht mitgekriegt. Ich sage jedes Mal am Ende der Partie nochmal, wie es ausgegangen ist, gegen wann wir als nächstes spielen. Dieses Mal mache ich es nicht, aus einem einfachen Grund, weil das ja eine Test-Session jetzt hier ist, zwei Spiele. Dieses Spiel und das letzte Spiel sind beides Testspiele und anschließend wird das jetzt halt wieder so gestellt, dass wir erstmal in schlechter Qualität spielen, aber andersrum macht es mir... Ehrlich gesagt, mir persönlich macht das mehr Spaß, in einer schlechten Qualität zu spielen und das Spiel einwandfrei zu sehen, jedes Tor zu sehen und jedes Mal zu sagen, yes, Mann, als jetzt so. Es ist meine Meinung, ne? Ich toleriere eure. HD ist toll, HD ist super und die Grafik von jetzt ist letzter Rotz. Völlig verständlich. Sehe ich auch so. Ist völlig meine Meinung. Das Problem ist bloß, ne, es geht nicht anders. Bei mir geht es leider nicht anders. So, können wir jetzt mal loslegen. Ich wollte jetzt eigentlich nicht dieses scheiß Torhüter-Dings machen. Weil ich kenne das Spiel. So, und gleich ist das so, dass gleich die Videoaufnahme jetzt nämlich aufhängt. Dass sich die Aufnahme gleich aufhängt und oder das Spiel jetzt... Ah, das Spiel schlägt sehr schön. Gut, dann geht's jetzt los. Gegen Schachtier Donetsk. Ich hoffe, es klappt. Willkommen aus dem Stadionturnier. Heute geht es zwischen FC Chelsea und Schachtier Donetsk. Also, die Frage der Fragen steht heute nun an. Kann der FC Chelsea London nach dem letzten Sieg, nach dem letzten klaren und deutlichen Sieg, nun auch klar und deutlich gewinnen? Oder schaffen sie es eher nicht? Die Aufstellung beider Teams schauen wir uns gerne auch nochmal vorher an, bevor das hier alles irgendwie aus dem Ruder läuft. Seiten werden natürlich nochmal verteilt. Und die Aufstellung. Lass ich mal jetzt hier auch so stehen, wie sie steht. Genau. So ist die Aufstellung beider Teams und der ein oder andere kennt den ein oder anderen Spieler. Von daher wird das heute schon in Ordnung sein. Also, willkommen zum Turnier. Zweiter Spieltag steht an. Schachtier Donetsk im oberen Drittel ist angekommen mit einem achtungsvollen Erfolg. Nun heißt es, jetzt weiter zulegen. Der Gegner FC Chelsea London Tabellenführer. Also, da muss man immer so ein bisschen vorsichtig sein. Ob das hier nicht heute zur Demontage eines Teams wird oder ob das heute...
Thank you.
Ladies and Gentlemen, we need your attention here. Absolute change. Shh.